Bromöldruck erstellen mit dem Antikeffekt. Der Bromöldruck ist ein Dunkelkammereffekt. Dieser hat seine Geschichte in der Analogfotografie. Damals wurde ein Bromsilber positiv gebleicht und der Fotograf trug dann mit einem Pinsel eine oder mehrere ölhaltige Druckfarben auf das Foto auf. Diesen Effekt kann man in Photoshop folgendermaßen nachbauen. Als erstes muss das Bild in ein Graustufenbild umgewandelt werden. Wählen Sie dazu im Menüpunkt Korrekturen die Option Schwarz-Weiß. Wie Sie sehen können, ist das Hauptbild nicht verändert worden. Führen Sie als nächstes eine Tonwertkorrektur durch. Klicken Sie dafür auf das Symbol Tonwertkorrektur. Setzen Sie hierbei den Wert für die Weißpunkte auf 220 und den Wert für die Schwarzpunkte auf 60. Sie werden sehen, dass sich der Kontrast dem von einem Dunkelkammerverfahren angleicht. Beachten Sie nun, dass Sie die erste Ebene ausgewählt haben und klicken Sie anschließend bei gedrückter Alt-Taste auf Ebene, Sichtbare auf eine Ebene reduzieren. Wenden Sie mit der Befehlsfolge Filter, Weichzeichner, Gaußscher Weichzeichner den Gaußschen Weichzeichner an. Korrigieren Sie den Radius auf 4 Pixel. Bestätigen Sie den Vorgang mit einem Klick auf OK und ändern Sie den Modus der aktiven Ebene um auf Abdunkeln. Damit dieser Modus das Bild nicht zu sehr überdeckt, setzen Sie die Deckkraft am besten auf 35%. Erstellen Sie eine neue Ebene mit einem Klick auf Neue Ebene erstellen. Wählen Sie nun unter Filter den Renderfilter Wolken. Reduzieren Sie danach die Deckkraft auf 10%. Fusionieren Sie erneut die sichtbaren Ebenen auf eine Ebene und wenden Sie anschließend unter Filter den Kunstfilter Grobe Malerei an. Ändern Sie den Wert für die Pinseldetails auf 10 und den Wert für die Struktur auf 3. Belassen Sie die Pinselgröße bei 2 und bestätigen Sie anschließend die Änderungen mit einem Klick auf die Schaltfläche OK. Für die ideale Ansicht sollte die Deckkraft auf 40% runtergesenkt werden. Klicken Sie nun bei gehaltener Alt-Taste auf Neue Ebene erstellen. Im aufscheinenden Dialogfenster wählen Sie den Modus Ineinander kopieren und setzen ein Häkchen neben mit neutraler Farbe für den Modus Ineinander kopieren füllen, 50% grau. Bestätigen Sie diesen Schritt mit einem Klick auf OK. Führen Sie die Befehlsfolge Filter, Kunstfilter, Körnung und Aufhellungen aus. Stellen Sie nun den Wert für die Körnung auf 5 und den Intensitätswert auf 0. Belassen Sie den Wert der Aufhellungsbereiche bei 0. Schließen Sie diese Änderungen mit einem Klick auf OK ab. Wählen Sie nun unter Filter den Scharfzeichnungsfilter Unscharf maskieren. Dieser Effekt funktioniert in diesem Falle am besten bei Stärke 40, Radius 10 und Schwellenwert 0. Beenden Sie diesen Vorgang mit einem Klick auf OK. Jetzt beginnt der kreativste Teil des Videos. Klicken Sie auf Neue Ebene erstellen und wählen Sie für diese neue Ebene den Ebenenmodus Farbe aus. Im nächsten Schritt wählen Sie das Pinselwerkzeug aus und färben ein Objekt im Bild um. Achten Sie hierbei auf die Farbauswahl. In diesem Falle wird für den schiefen Turm von Pisa ein helles Gelb ausgewählt. Malen Sie nun das Objekt gelb an. Dieser Teil wurde beschleunigt. Wiederholen Sie diese Schritte auch für den Himmel und für das Gras. Setzen Sie bei jedem Objekt die Deckkraft herunter.
Sehr gut. Somit hätten Sie Ihr erstes Bild im Bromöldruck mit Antikeffekt erstellt.